Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer neuen Folge Bingo Extreme. Double Extreme. Ja, mit einer ganz besonderen Gästin. Unsere wunderbare Karin Olga Plaschinowska ist am Start. Pliviet. Herzlich willkommen, Karin. Schön, dass du mal wieder da bist. Ja, das hat, oh mein Gott, endlich mal wieder aufnehmen. Ich bin so gehypt und so scharf drauf. Die sind ja zu ziehen. Die sind ja zu ziehen. Denn, ja, Leute, wir machen heute verborgenes Schicksal, diesen Bad Boy auf. Mhm. Und ich würde einfach sagen, checkt auf jeden Fall nach dem Video noch Karins Kanal ab, weil da nehmen wir nämlich den zweiten Teil auf. Und genau. Ja, Karin, ich hoffe, du freust dich. Ich würde sagen, du brauchst die Würfel. Wir gehen schon mal rein. Warte kurz, hast du die ETB schon aufgemacht? Nee. Okay, gut, dann machen wir die jetzt mal auf, ja. Weil sonst ist es halt immer so, dass ich halt immer zuletzt die ETB aufmache. Und dann einfach keiner irgendwie ready ist, weil ich halt eben noch irgendwie meine ganze Box hier aufmachen muss. Wir machen das jetzt so. Wie gesagt, Bingo Extreme, Extreme. Leute, ihr kennt's ja. Wir stehlen uns gegenseitig die Kategorien. Es wird wunderbar. Und ich freue mich schon richtig, weil wir sind alle verpeilt. Denk dran, Karin, du musst auch Energy guessen, ne? Guess die Energy Game. Oh, stimmt. Oh mein Gott, gut, dass du es sagst. Ja, das ist eine der Kategorien, Leute. Wir haben ja wieder neun Kategorien. Zweimal GX-Karte, Rare-Trainer, eine Holo haben wir. Mhm. Energy Guest, Glurak Shiny ist das Plushit-K.O. Hittern haben wir. GX-Shiny, ein T-Rocket-Member und ein kleines Shiny, wie gesagt, hier aus verborgenes Schicksal. Und in einem Video machen wir fünf auf und im anderen die anderen fünf. Genau. Und ich freue mich sehr, weil verborgenes Schicksal ist einfach ein insane geiles Set. Die Box ist halt so pretty, ne? Die habe ich halt komplett schon vergessen, wie schön die einfach ist, ne? Also, die ist halt true dead. Ah, so ein Schmuckstück. Aber pass mal auf, wir spielen ja Bingo Extreme, ne? Aber was ist, was ist, wenn beide einen Shiny Glurak ziehen? Ja, dann derjenige, der es zuerst hat, der verliert dann, weil der andere ihm das wegklaut. Aber im Grunde ist es ja doch dennoch ein Insta-K.O., oder? Nee, es ist ja nur das Plushit-K.O., das ist ja nicht offiziell. Ach so, Alter. Okay, ja gut, dann habe ich es verstanden. Du kollektives Mobbing einfach. In diesem Format, weil es extrem, ist, auch den Blitz-K.O. klauen. Verrückt, ja, gut, oder? Ja, Wahnsinn, ich bin begeistert. Also wir nehmen halt 5 Booster für eine Folge und die anderen gibt es halt irgendwann anders bei mir. Richtig. So, und derjenige, der zuerst anfängt, ich würde sagen mit der höheren Augenzahl, ne? Ich würfel jetzt einfach mal. Ja, okay. Okay, bist du ready? Ja, ich habe schon gewürfelt, aber das war offscreen. Ach so, scheiße. Ich habe eine 5, was hast du? Moment, ich habe eine 3. Ah, das heißt, ich muss anfangen. Okay, das ist vielleicht gar nicht mal so gut. Ich nehme jetzt einfach mal die. Stimmt, ich wollte gerade sagen, es ist halt gar nicht mal vorteilhaft zu beginnen, ne? Wenn wir Extreme spielen. Nicht so richtig. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt überhaupt, weil ich sehe ja gerade deine Karten gar nicht, ob wir das überhaupt hinbekommen. Stimmt, ja. Ich gesse übrigens meine Feuerenergie. Keine Ahnung, ob ich das hin. Wow, okay, ich habe schon. Hä, was ist denn? Was habe ich denn jetzt verpeilt? Hä, was hast du gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Nicht. Okay, ich hab auf jeden Fall mal einen GX-Hit. Oh nein, du hast falsch gezählt? Hä, was habe ich denn gemacht? Oder sind die okay, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall einen Punkt. Ich habe auf jeden Fall mal die Birdies in GX. Es fängt schon mal wunderbar an, Karin. What? Ich habe leider die Energy nicht richtig gegessen. Ja, okay. Karin, hier geht's direkt los. Ja, ich wollte gerade sagen. Alter, wir müssen ja. Oh, Hittern habe ich auch. Sehr nice, auch ein Punkt. Und aber alles potenziell gut für dich, ne? Ich könnte dir wegsnacken. Und? Oh, ich habe Voltball, noch eine kleine Shiny. Okay, nice. 3 Punkte aus dem ersten Booster. Was ist das denn Booster-Ausbeute, holy moly. Warte kurz, kleine Shiny hast du. Super nice. Du, klassisch bei den Card-Buddies. Aber gönn dir auf jeden Fall mal verborgenes Schicksal. Ne? Ja. Was? Gute Preise, gute Puls, sagte ich. Ich mach den Packspalter, ich krieg das jetzt nicht hin. Den Packspalter. Ja, Mann. Wann hast denn du eigentlich das letzte Mal verborgenes Schicksal aufgemacht? Schon ewig her, das müsste halt im Sommer gewesen sein. Also halt da zu dem Pin-Hype und so weiter. Wo dann halt die Pin-Collections kamen mit Mew und Mewtwo. Das war vor 2 Jahren. Ja, guck mal, ey. Ja, tut mir leid, ich bin halt so alt und ich habe vergessen, die Energies zu gessen. Da schon ein Thema dazu. Also gut, ich meine, da werde ich jetzt das jetzt nicht irgendwie hinbekommen. Okay. So, Mistys Entschlossenheit. Wir haben Pokémon Center Dame, Safcon.
Evo Hittern. Ding, ding, ding. Na, scheiße. Bestes. Glumanda. Ich leg das dann immer bei mir weg und dann kannst du es dir hinlegen bei deinen Punkten. Ja, 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 ja. Oh, Carpador Elektroball. Ah, Pyros letzter Widerstand. Das heißt kein Shiny, aber. Verdammt, ich habe ja einen Kartentrick gemacht. Das heißt, Elektroball war mein Hit. Ich habe gar nichts rausbekommen, außer halt das Hittern halt. Mm. Ne? Aber null Punkte. Immerhin das Hittern, das ist ein Punkt. Ja, ja, ja. Das markiere ich mir mal hier. Ich glaube, wir werden uns die Hittern permanent wegnehmen. Kann das sein? Ich würde es fühlen, weil Hittern ist halt einfach die geilste Karte. Ja. So. Ich muss jetzt mal gerade nochmal. Ich gesse übrigens nochmal Feuer. Also warte mal. 4 Karten, ne? Ja. So. Und dann die anderen beiden wechseln. Genau, untereinander, ja. Dankeschön. Oh, ich habe Feuer. Sehr geil. Nice. Okay. Der nächste Punkt. Und ich habe den Giovanni. Und der Giovanni ist ja der Team Rocket-Member. Das heißt, auch hier ein Punkt. Hoho. Sag mal. Karen, ich ziehe davon. Flagmon, ein Anton, Pikachu, ein Carpador, Smogon. Wir haben Roccos Training, ist eine Holo, auch sehr nice. Ja, Leco Mio, das gibt's doch nicht. Und Misty Satsuri Arena. Leider nichts mehr hier, aber ja, Karin. Also du hast viele Punkte, aber ich kann sie dir wegnehmen, ne? Also ich bin noch voller Hoffnung hier. Das ist halt das Geile. Ich weiß, ich finde dieses Format so witzig. Ich finde es schade, dass du jetzt nicht neben mir sitzen kannst, weil das wäre, glaube ich, nochmal witziger. Ja, ich glaube, wobei wir würden uns vielleicht totschlagen. Ich weiß ja nicht. Ne? Ja, Mann, ich habe schon wieder vergessen. Das machst du doch absichtlich, ne? Nein, das habe ich damals bei Dario auch nicht absichtlich gemacht. Das mache ich bei dir auch nicht absichtlich. Ja. Okay, gut. Also, wir haben hier die Feenenergie. Und ich sehe gerade, mein Handy wackelt gerade. So, Gaga hier. So, Chanera. Giovanni, da haben wir den Rocket-Member. Ah, nee. Ein Rettern, aber halt das Falsche. Glumanda. Flegmon. Roccos Training. Holo. Kaching. Was ist das denn? Du hast dasselbe Booster. Und ein Glutexo Reverse Rare. Also, ich habe dir wohl, glaube ich, mal locker flockig 2 Punkte geklaut. Tatsächlich, ja. Das heißt, du hast jetzt wie viele? Du hast jetzt auch 3 Punkte, ne? Jupp. Ja, wow, Alter. Ich habe nur die Energie, den GX-Hit und das Voltoball da liegen. Eieiei. Ja, immerhin eine Shiny. Ich habe noch gar nichts. Also ich habe noch wirklich keinen Hit daraus, deswegen. Ja, aber immerhin steht Gleichstand, ja? Also schlecht. Ja, stimmt schon. Schlecht ist es nicht. So, scheiße. Ach Gott, ich muss ja gar nicht guessen. Egal, ich habe ja den Guesty Energy Point schon. Also von daher. So, welche Bob-Strategie habe? Das gute Chanera bei dieser ultra-cuten Shiggy-Kanne da. Ja, die ist halt super cute. Mann. Pikachu. Komm, jetzt gönn Hittern. Relaxo Rare. Leider nichts. Und hab ich noch irgendwas? Ah, die Twerking Misty ist am Start. Das Ding ist halt auch, nicht wenn so du jetzt eine kleine Shiny ziehst, die bringt dich halt nicht weiter, ne? Also du musst einfach nur hoffen, dass ich einfach tatsächlich nichts rausziehe, ne? True that. True that. Beziehungsweise ich muss der Würfel irgendeinen kleinen Hit noch abnehmen. Pass auf, ich klau dir jetzt etwas. Ich hab was im Blut hier. Oh Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, zu Recht. Pass auf. Zack. Oh, ich habe wieder vergessen. Wieso vergesse ich halt immer die Energy? Wirklich. Ich hab's dir, Karin, ich hab's dir am Anfang vom Video gesagt. Vergiss bloß nicht, die Energy zu vergessen. Ja, ja, natürlich. Ja. Sascha, ich werde dran. Mhm, natürlich. Glutex. Gar kein Problem. Ich will das spannender gestalten, you know? So, Pikachu. So. Rettern. Smogon. Harris, Smetbo, Falter für Dennis und Pummeluff Reverse. Auch gar nichts. Gar nichts. Oh, nice. Gar nichts. Aber wir haben immer noch einen Gleichstand. Das stimmt tatsächlich. Ich habe jetzt noch 2 Booster. Oh mein Gott, Alter, ich bin so gespannt. Mhm. Puh, weißt du, was jetzt noch geil wäre, wenn wir wirklich irgendwann das Glurak Shiny ziehen würden, hier in so einem Battle-Format? Ich glaube, ich würde halt vom Stuhl kippen, ey. Safe. Ich würde weinen, eine Dankesrede machen. Ich grüße meine Mama. Ja, ich grüße meine Mama, ich grüße meinen Papa und die 7B. Oh Gott. Oh nein. Was? Nix, schon gut. Mach weiter. Okay, alles klar, ich mach weiter. So, ich habe leider nichts, was mir hier irgendwie was gebracht hätte. Glumanda. Raichu GX. Bringt mir aber leider gar nichts mehr, weil ich habe ja schon den GX. Aber das ist eine ganz coole GX-Karte. Und ziehe ich vielleicht noch irgendwas? Eine große Shiny oder so? Nee, Alter, nur ein Carpador. Also irgendwo tut es mir auch leid, aber auf der anderen Seite bin ich halt super glücklich, dass du halt einfach nichts rausziehst.
Dafür mache ich dich dann auf deinem Kanal aber richtig fertig. Wow. Ja, man muss ja gucken. Du bist herzlich eingeladen, mich kaputt zu machen, auf jeden Fall. Sehr gerne. So. Na, jetzt kriege ich die hier nicht. Doch, perfekt. Ich habe kurz gezögert beim Umdrehen und ich dachte mir, da war was. Aber gut, aber du hast gestern die Energy Game schon wieder vergessen. Bitte? Du hast gestern die Energy Game schon wieder vergessen. Ja, eben. Eben, das ist es ja. Mich kannst du voll in die Tonne kloppen, ey. Blackmon. Oh. Das ist, glaube ich, so, das ist mein Plushit-K.O. Einfach die Energy zu gessen. Oh, ein Blitzer, ein Rare. Und dahinter, ach, das Shiny GX. Kaching! Oh mein Gott. Aber das ist schöne Shiny. Das ist mitunter so die schönste, finde ich. Also, weil das halt einfach so schön zusammenpasst mit diesem wunderbaren Blau und diesem Hintergrund. Oh mein Gott, ist die schön. Oh mein Gott, ja, ist die schön. Warte kurz, das heißt, ich habe halt einen freshen Punkt dazu bekommen, nicht wahr? Die GX Shiny? Du hast einen freshen Punkt dazu bekommen, ja. Ja, Mann. Sehr schön. Scheiße. Jetzt stehe ich da mit meinem letzten Booster. Muss jetzt mit dem letzten Booster gucken, dass ich hier alles nochmal irgendwie drehe. Ja, dann drehen wir. Let's go. Okay. Let's go. Schauen wir mal. Wie gesagt, egal wie es abgeht, ihr müsst auf jeden Fall bei Karin euch die nächste Folge angucken. Und gerne auch Karin mal auf Twitch abchecken. Ja? Dankeschön. Dankeschön. Weil Karin ist immer noch dabei, endlich Twitch-Partner zu werden. Ambitioniert gerne, dabei, weißt, ne? Stets bemüht. Weißt du, was du machen musst? Ha? Hier, ich habe gerade wieder Twerking Mist. Du müsstest einfach mal auf Twitch twerken, da wird das direkt funktionieren. Ich muss mich nur in eine Badewanne legen anscheinend. Also, ist ja anscheinend Karin, einfach. Ha? Ich habe den Giovanni. Ich habe den Giovanni. Das heißt, ich bin noch im Game. Ah. Sehr nice. Den kannst du mal direkt bei dir weglegen. Ja, ich merke schon, ey. So, gucken wir mal. Anton. Dann ist er bei mir Gornvanni. Stern, du, der Gornvanni. Kangama und habe ich noch mal eine große GX? Hoffentlich, bitte komm, gönn. Amphisel, eine kleine Shiny. Aber das bringt dir nichts. In dem Moment nicht, nee, nein, tatsächlich nicht. Aber es steht jetzt wieder 4-3. Das heißt, du kannst jetzt, egal, wenn du einen Punkt klaust, ne? Wenn du es jetzt schaffst, Guess the Energy Game zu schaffen, hast du gewonnen. Last Pack Magic. Okay, bevor ich das Booster sogar aufmache, sage ich. Elektroenergie. So. Okay. Jetzt bin ich. Pass auf, gespannt. Du gehst jetzt einmal. Du gehst jetzt einmal die Energy und dann wirst du sie richtig gessen. Ja. Ah, ich weiß nicht, ey. Ich weiß nicht. So, schauen wir mal aber. Also, ich sagte ja Elektro und wir haben Pflanze. Okay, schade. Okay, Gott sei Dank. Der hätte ich überhaupt gar nichts gessen müssen. Georock. Horrenta. Gucken wir mal, ob da halt jetzt in dem letzten Pack irgendwas Schönes drin ist. Noch irgendwie so ein Hit oder so? Also, Giovanni hast du mir weggenommen, nicht wahr? Okay. Giovanni habe ich dir weggenommen, ja. Lavados, Zapdos, Arctos in Fuller GX. Kaching! Was? Nee! Doch! Oh mein Gott, aus dem Ach, come on! Karte, das gibt's doch gar nicht. Last Pack Magic und dahinter Katagami Shiny. Ach komm! Josh! Alter, im letzten Pack die Ehre haben wir aber komplett genommen. Ja, komplett eskaliert. Ich glaube, wir müssen halt nicht mal gucken, ne? Nach den Punkten. Oh mein Gott. Aber die Katagami GX ist halt auch so cool von dem Artwork. So pretty. Aber die Full Art ist schön. Ey, du hast gerade echt, du hast echt zwei mit der schönsten Karte aus dem Set gezogen. Ne? Ja. Die Birdies in Full Art sind geil. Und Arctos in Full Art ist echt schön. Ja. Schade. Aber dafür werde ich es ja bei dir heimzahlen, das sage ich dir. Du bist, wie gesagt, gerne eingeladen. Mal gucken, ob du halt dein Glück da mitbringst. Ja, ich bin einfach mal gespannt. Also in diesem Sinne, checkt auf jeden Fall, wie gesagt, gerne den Kanal von Karin ab. Unten in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie den Shop und Instagram bei uns. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach entweder bei ihr nochmal oder beim nächsten Video wieder. Vielen lieben Dank, dass ich hier auf dem Kanal sein durfte und dich kaputt machen durfte. Das war wirklich eine Ehre. Dankeschön. Sehr gerne. Paul, schneid das raus.